Herzlich willkommen zurück. Gina Maria Schumacher hatte gestern bei einer Preisverleihung im Hotel Bayerische Hof in München kaum einer auf der Uhr, auch wenn man sie so gut wie nie bei öffentlichen Veranstaltungen sieht. Sie ist auch gestern nicht über den roten Teppich gelaufen. Aber als sie dann als Preisträgerin nach vorne gebeten wurde, war die Tochter von Michael Schumacher in jeder Hinsicht eine Gewinnerin. Der Überraschungscoup war geglückt. Emotionaler Auftritt von Gina Maria Schumacher auf der Bühne. Gerührt nahm die 20-Jährige den Sport Award entgegen, als Anerkennung für ihre Leistungen im Westernreiten. Ich fühle mich echt geehrt, dass ich diesen Preis bekomme und vor allem meinen Eltern für die ganze Liebe und Unterstützung, die sie mir jedes Mal schenken. Die Tochter des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher hat offensichtlich vom Papa das Siegergehen geerbt. Welt- und Europameisterin ist sie schon. Ihre große Passion sind die Pferde. Ich liebe, was ich tue, und dann ist es für mich nicht schwer, jeden Tag aufzustehen und zu sagen, okay, jetzt reite ich schon wieder 9 Pferde, das macht mir nichts aus. Bei der Schule war es anders, das hat mir keinen Spaß gemacht, das fand ich ätzend und da habe ich es auch nicht gern gemacht und nicht oft. Zum Gesundheitszustand des Vaters äußerte sich Michael Schumachers Tochter nicht. Die weiteren Preisträger waren da etwas gesprächiger, wie die blutjunge Schauspielerin Lea van Acken, deren Laudator Charakterdarsteller Michael Mendel war. Ich werde mich nicht aufdrängen und sagen, ich glaube, ich muss dir mal was erzählen, wie es geht. Nein, ich will dir auch nicht den Beruf erklären, den kann sich selber sehr gut. Ich höre mir lieber so deren Geschichten an, wie ist deren Karriere verlaufen, was haben sie vielleicht gemacht und ziehe da so meinen Input raus, der mir irgendwie hilft. Aber ich werde jetzt keinem Ratschlag befolgen sozusagen. Vincent Weiss, immerhin 24, gewann den Musikpreis. Doch der junge Sänger weiß noch nicht, wo er die Trophäe für seinen Sommerhit Feuerwerk abstellen soll. Das ist eine gute Frage. Ich bin gerade umgezogen, es sieht noch alles in Kartons und chaotisch aus. Und dann, wenn alles ausgepackt ist, schaue ich mal, wo man das Ding hinstellen kann. Der Fußballer Sami Khedira wurde für sein Engagement für benachteiligte Kinder mit dem Charity-Preis bedacht. Wir haben das Privileg, dass es uns sehr gut geht, dass wir einen tollen Beruf ausüben können, dass wir auch finanziell dementsprechend entlohnt werden, aber auch eine große Vorbildfunktion haben. Und ich glaube, deswegen unterstützen wir viele Leute, denen es eben nicht so gut geht, weil wir einfach das auch zu schätzen wissen. Statt Stollen an den Schuhen trug der Kicker ausgerechnet Samtslipper. Ja, sind gemütlich, deswegen habe ich sie an. Genau. Wenn man lange Arme hat, muss es immer gemütlich sein. Gemütlichkeit schätzen halt nicht nur Pantoffelhelden.